Hi Leute, Akin hier. In diesem Video möchte ich mal einen kleinen Test machen, und zwar über O2 Free und euch zeigen, was denn alles damit möglich ist. Dazu gehen wir hier runter erstmal auf mein Handy drauf und schauen uns unter mein O2, dass ich bereits 1 GB von meinem Datenvolumen, also von meinem Datenvolumen mit LTE-Geschwindigkeit verbraucht habe. Und hier können wir dann lesen, dass im O2 Free nach dem Verbrauch dieser 1 GB Datenvolumen die Reduzierung auf 1 Mbit runtergeht, und zwar im 2G-3G Netz, was absolut ausreichend ist, für meine Zwecke natürlich. So, das können wir dann hier testen. Wir sehen, ich bin hier noch im WLAN-Netz, mache hier unter mobiles Netz persönlich Hotspot an, kann dann hier mein iPhone auswählen. Und sehen auch hier gleich am iPhone, dass mein MacBook jetzt mit dem iPhone verbunden ist. Und hier können wir auch sehen, dass er mit dem iPhone verbunden ist, eben nicht nur über das iPhone selber, sondern auch über den MacBook. Dazu starte ich jetzt mal Firefox und gehe mal hier unter, wie ist meine IP. Hier können wir auch einen Speedtest machen. Und das, was ihr hier jetzt alles seht, das läuft nun über diese 3G, und zwar durch die gedrosselte 1 Mbit Variante. So, dazu nehmen wir Internetkabel von 10, ist egal was wir da nehmen. Hier geht es ja rein darum, was wir an der Geschwindigkeit haben. Dieser Test dauert natürlich jetzt ein bisschen länger als wie standardmäßig. Also wenn ihr jetzt eine 100.000, 200.000 Leitung zu Hause habt, das geht ja ratzfatz. In diesem Fall ist es jetzt natürlich nicht so, da wir ja bloß 1 Mbit haben. Ich mache mal hier das Video ein bisschen schneller und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das hier voll ist. So, und wir können hier schon sehen, dass wir hier eine Downloadgeschwindigkeit haben von 1,172 Kilobits pro Sekunde, das heißt also, oder besser gesagt 1172 Kilobits pro Sekunde, das heißt 1,1 Mbit. So, und unsere Uploadgeschwindigkeit können wir auch gleich sehen, und hier haben wir 654 Kilobits Uploadgeschwindigkeit. So, ich unterbreche hier jetzt mal den Test und gehe gleich auf YouTube. Das ist jetzt das, was ich eigentlich zeigen wollte, und zwar, dass man die 1 Mbit Geschwindigkeit, die wir in der gedrosselten Variante haben, nicht nur dazu ausreicht, mit dem Handy im Internet zu surfen, man kann auch sein MacBook damit verbinden, auch sein MacBook mobil draußen nutzen. Auch YouTube, auch das ist möglich. 720p Videos leider nicht. Also bei 720p, also ab 720p Videos, stoppt das Video ständig. Also es macht keinen Spaß mehr, das Ganze anzuschauen. Aber es reichen auch 480p. Wenn man jetzt natürlich Full HD und 4K gewohnt ist, dann wird es vielleicht für den einen oder anderen nicht akzeptabel sein. Aber ich zeige euch mal gleich, was hier möglich ist. Und dazu kann man auch irgendein Video nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendein Video nehmen darf. Aber wir können ja mal Kino-Trailer 2017 nehmen. Und die Minions schauen ja echt schnieke aus. So, jetzt warten wir noch mal auf die Werbung hier, dass sie durchläuft. Und ich gehe dann auch auf Vollbild. Machen mal den Ton aus. Dieses Bild, was ihr hier seht, das sehe ich auf meinem, also ich habe mein MacBook an einem 24 Zoll Monitor angebunden. Also ich kann das Ganze hier auf einem 24 Zoll Monitor ohne Unterbrechung anschauen. Und wir können uns auch hier die Qualität mal sehen. Wir haben aktuell 360p, wir steigen hoch auf 480p. Und warten ein bisschen, bis das Video geladen ist. Und sehen, dass das Video läuft. Ohne Unterbrechung. Wir sind immer ein bisschen voraus, wir können es hier unten sehen. Aber es ist nicht so, dass wir zum Stoppen kommen.
Also das Video läuft flüssig durch. Mit Ton und Bild, also in meinem 480p. Schaubar. Das jetzt auf einem 24 Zoll Monitor. Mein 13 Zoll MacBook Pro, da ist es gar kein Problem. Selbst bei 13 Zoll ist das Ganze ein bisschen natürlich kleiner, komprimierter. Da reichen 480p vollkommen aus. Und das heißt für mich, ich kann mit meinem O2 Free Tarif draußen mobil jederzeit mein MacBook dazu benutzen, irgendwelche Videos anzuschauen oder Streaming zu machen und so weiter und so fort. Und das zeige ich euch jetzt auch mal, jetzt nicht nur über YouTube. YouTube an sich ist ja schon in Ordnung, aber wir haben hier auch Netflix. Und wenn ich auf Netflix gehe und uns da einen Film aussuchen, und zwar, was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal 22 Jump Street. Ladet. Und nicht vergessen, wir sind hier nach wie vor mit dem iPhone 6 Plus verbunden. So, ich mache hier jetzt auch mal den Ton aus. Die Qualität ist jetzt hier ein bisschen schlechter, aber die ist kurzzeitig schlecht. Und die ladet sich kurz auf und danach wird die Qualität auch besser. Also selbst wenn das Video jetzt hier nicht so gut drüber kommt von der Qualität her, nach einer bestimmten Zeit wird die dann auch besser. Moment. Kann man hier irgendwo die Qualität einstellen? Nein. Kann man nicht. Wobei ich muss dazu sagen, dass jetzt das an einem 24 Zoll Monitor ist und auf einem 15 Zoll Monitor, also auf meinem MacBook Pro, ist die Qualität, also auch diese schlechte Qualität, runterskaliert auf 13 Zoll, ist dann immer noch anschaubar. Selbst wenn wir mal einen größeren Sprung nach vorne machen. Super, Videos sind nach wie vor anschaubar, auch draußen mobil. Und das ist das, was ich euch zeigen wollte. Ob ihr mit der Qualität zufrieden seid oder nicht, das müsst ihr entscheiden. Ich wollte euch nur zeigen, Videos, YouTube, Netflix, gar kein Problem. Auf dem Handy sowieso nicht, Tablet nicht, auf dem MacBook. Was ich euch noch zeigen könnte, das könnt ihr mir ja noch machen, ist allgemein das Surfen. Und selbst wenn ich jetzt hier Spiegel Online gehe, kann man sehen, dass die Seite zwar jetzt nicht so schnell wie mit eurer DSL-Leitung zu Hause lädt, aber allgemein, mein Gott, mit einer kurzen Wartezeit ist auch alles da. Auch mit allen Bildern und Videos. Und wir können hier auch unser Video mal kurz anschauen, wo Donald Trump die Hand von Frau Merkel nicht schütteln wollte. Wobei hier muss ja gesagt werden, dass Donald Trump, das hat nichts mit der Frau Merkel zu tun, sondern dass Donald Trump allgemein ungern bis gar nicht Hände schüttelt. Ja, das war vorher schon so, das hat sich jetzt nicht geändert, weil er Präsident geworden ist. 18 Milliarden Geräte miteinander verbunden. 2020 werden das mehr als 50 Milliarden sein. Die Vernetzung von dringend Menschen und Prozessen ermöglicht es uns, das Unmögliche zu verwirklichen. Und Video funktioniert. So, das war's jetzt mit dem kleinen Test und ich hoffe, der war hilfreich für euch. Also falls ihr euch für ein O2 Free S interessiert, den gibt es aktuell für 25 Euro im Monat. Und ich habe den genommen, wo ich jeden Monat kündigen kann, also vier Wochen Kündigungsfrist war das. Da zahlt man jetzt 5 Euro mehr im Monat, also 30 Euro. Und damit bin ich eigentlich auch schon zufrieden. Vielleicht wechsle ich auch irgendwann mal um auf diesen 24 Monate Vertrag. Bis dahin, Leute, wünsche ich euch noch was und macht es gut.